Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Wir sind auf dem Weg zu einem Munitionslager. Nothing ever works the way it's supposed to. Okay, scheint wohl ein Freund zu sein. Titus wanted me to help you out. I'm Kevin. Titus thought I could be of some help. I've unlocked a few doors in my day, you know? But there's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Only the senior guards have those. So, get the master key, or you ain't getting in. Got it? Got it. You got it. All right, the senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Also müssen wir den Schlüssel besorgen. Oh, was ist das? Schwache Feueraxt. Gar nicht so schlechte Werte damit. Und wir wollen nämlich da hinten an die Waffenkammer ran, weil wir jede Menge Waffen und Munition besorgen sollen für unten einen von diesen Gefangenen, der wohl hier der große Macker ist in diesem Knast. Drei seiner Leute hieß es. Schau da mal. Okay, der liegt da hinten. Das ist jetzt Müllerin! Nee. Großes Messer. Generalschlüssel, da ist er. Dankeschön. Good. Now I'll start working on the door, and you make sure I don't get a nasty surprise. Okay, ich muss dich also beschützen. Oder auch nicht, Katzi? Doch, beschützen. Beschützen bedeutet, wir stellen ein paar Sachen hier hin. Why'd that door open? What the hell? Well, let me give it another shot. Damn. No, we didn't. One more try. Holy shit, if that double door opens, we are screwed. So, let's roll the dice. Fuck! Get ready! We're in for it now. Watch my back while I work in the lock. Okay, machen wir es doch besser hier mit. Das ist der. Ja, die ist sau schnell, die Sichel, aber die ist nicht mehr so effektiv. Deswegen. Level up. I'm the Mr. Badass. Zack, sehr gut. Nächste Stufe können wir den tödlichen Volltreffer lernen. Brutalo Machete brauchen wir nicht. Okay, door's open. Ready? Good job. Get in there and grab what you want. Maybe you'll find something for me in there too. Okay. Lass uns mal die Lage checken. Sturmgewehr, Bauplan. Okay, das ist ja schon mal interessant. Yeah, you're gonna have to look around a little. Just take what's left. Munitionskiste. Polizeiknüppel. Hm. Nicht so Brille.
Okay. Ja, leider sind die ganzen Waffen schon geplündert von der Waffenkammer. Das wird uns sehr wahrscheinlich nicht gefallen. Aber da muss er jetzt durch. Und wir kürzen hier ab. So, ihr könnt mich mal. Die Tür machen wir mal zu. Halt. Da geht's runter. You got some balls, eh? Oh yeah, riesige. That's all there was? That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here. Ich hab trotzdem gemacht, was du wolltest, Arschloch. So we need some food. My boys get too hungry, they get cranky, they get mean. Things could get rough. How about you go for the kitchen and bring us back some food, huh? Okay, yes, I'll give you a hand. The kitchen is nearby, next to the cafeteria. I can't stay here. I can't do it. I can't. Jin cannot handle this. Please hurry. Okay, I'm on my way. So, schwache Feueraxt sieht nicht schlecht aus. Könnten wir die Sichel wegtun? Feueraxt können wir Phönix nutzen. Es mag jetzt ironisch klingen, aber ich habe die Möglichkeit entwickelt, eine Feueraxt in eine Waffe zu verwandeln, die Feinde in Brand setzt. Versenke sie tief in den verrotteten Körper eines wandelnden Toten und verwandle sie in eine wandelnde Feuersäule. Hi. Blutige Fetzen, Vorschlaghammer ist das alles. Jo, dann testen wir mal das hier. Schmeißen eine andere Waffe weg, nämlich diesen tödlichen Vorschlaghammer. Und wir wollten noch was wegwerfen. Ja, die Starkstromsichel. Mein Starkstrom ist schon ganz gut gewesen, aber. Ja, komm, komm weg. Und den legen wir uns rein. Sehr schön. Halt. Wollen natürlich die neue Waffe ausprobieren. Phönix, Feueraxt. Who the fuck are you? Wieso haben wir hier Ausrufezeichen? Hurry up, we're starving here. Ah, das ist der dahinter. Wir haben also eine neue Nebenquest freigeschaltet. Hey, mate, see that big guy over there? Yeah, he don't look right, huh? He's gonna need his medicine soon, or there's gonna be serious trouble. Trust me, I've seen him take on 5 guards at once. If we don't get him his thorazine soon, those things outside will be the least of our problems. You're gonna have to go to the infirmary and get him that medicine, right? I can't really turn you down now, can Good. I? Look for some thorazine. Bring as much as you can find. Schmerzvoller Irrsinn. Yeah. Machen wir das doch mal. Sind wir hier schon richtig? Zeig mal an, dass ich hier was aufheben soll. Ich bin in der falschen Etage, oder? Eine Etage höher, aber wie komme ich da hin? Does Titus know what kind of mess you motherfuckers left in there? Keine Ahnung, wie ich eine Etage höher komme. Titus muss dir vertrauen, wenn er dich diesen Weg passiert. Okay, hier sind wir bei der Küche. Ich werde mir die andere Quest mal aktivieren wieder. Das ist sowieso Hauptstory. Ich glaube, diese eigene Nebenquest, die brauche ich auch nicht unbedingt. So, wir hätten irgendwie einen Molotov-Cocktail oder sowas mitnehmen sollen. Deswegen locken wir sie alle zusammen und machen es mit der Handgranate. Weil wir so eine schöne Granate noch bei uns haben. Oh, genau. Komm mal her, hier oben bin ich. Du hast ein Messer, das gefällt mir nicht. Wo
aber hier sind noch ein paar explosive Sachen am Rumstehen. Man könnte natürlich auch hier was in der Luft schießen. Ne? Komm um, alle tot. Alles klar. Nice one, sag ich doch mal. Oh, ein Molotov-Cocktail. Habe ich jetzt eine Quickleiste drin, ne? Okay. Können wir gleich direkt aufbrauchen. Tja, das nenne ich doch mal einen Brand. Aua. So, das war's schon mit Titus. Alle erledigt hier, die können also wieder so viel mampfen, wie sie wollen. That's what I'm talking about. When you're this hungry, anything tastes good, right? Mm-hmm. Tödlich schwere Pistole. There's one other place where you might find some. The guards have some rooms near cell block B. It's pretty well protected, okay? You know, in case of a fucking riot. You should find some weapons there. All kinds of shit. Only getting there could be a problem. They've crammed a shitload of prisoners and B-bratters. So there's a fucking army of those things in there. Tell you what. You do this for me, and we'll let you through to Block C. Gott, ich hab so viel für dich gemacht. Ich glaub dir allmählich nicht mehr. Find the guard's arsenal. Bring the weapons and ammo back, and I'll let you through to Block C. Now get going, but watch your back. When this came down, some fuckwit opened all the cells. I'm thinking the ladies should stay here with us, for their own protection. Kase Oona, I think we'd better wait here. Let us know when it's safe. Okay. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich kann ihn mir nicht irgendwie drohen. Wehe, das stimmt nicht. Du lässt mich nicht durch. Dann springe ich hier auf der Stelle rum. Dreimal. Ja. It's insane down there in the basement right now. Keller. Moment mal. Da geht's lang. Sollte echt öfters mal benutzen. Scheiße. I love the smell of napalm in the morning. Schön eng hier. Das klappt ganz gut. Das wird ja
dass ich in die andere Richtung gehe. Ah, dass ich hier keine Map habe. Ist das mal wieder verkehrt, was hier angezeigt wird? So, ich weiß nicht, was der da anzeigt. Wir müssen in die Richtung. Stimmt einfach nicht, was der da sagt. Oh, Explosiver! Alle mal in Deckung! Warum? Ich glaube, ich baue mir auch mal direkt ein paar Molotow-Cocktails, wo ich schon hier bin. Ein paar Deo-Bomben. Oh, wir können nicht mehr Molotow machen, weil wir nicht mehr Zeug haben. Wir haben zwar massig Alkohol, aber uns fehlen die Lappen. Ha! Und da liegt doch direkt mal ein Lappen rum. Oh, machen wir noch einen Molotow-Teil. So, gerade mal schauen. Die tauschen wir auf jeden Fall aus. Hups. Die Pistole kann drin bleiben, oder? Tödliche, schwere Pistole, schnelle Magnum. Schnelle Magnum ist viel besser. Schmeiß die mal weg. Molotow haben wir drinnen. Deo-Bombe. Buschmesser fehlt. So. Und wir gehen auf Kurzschluss. Nette Axt, aber nicht so gut wie die letzte, die wir gefunden haben. Mal gucken, was wir jetzt hier so finden noch. Oh Gott, ich höre sie schon schreien. Gehört, dass die Tür am Einrennen war. Schweine. Ich glaube, ich muss nach da unten. Vielleicht kann ich von hier oben besser. Oh, Arsch. Okay, dann. Wechseln wir doch mal auf unsere schöne Waffe hier. Da ist noch einer. Zeig dein Köpfe. Boah, die verzieht mal wieder übelst. Ist er erledigt? Bin ich sicher. Das mal alles auf, was hier ist. Oh, die ist gut. Den nehmen wir mit. Jetzt hast du die Waffe weggesteckt. Die guten Panzer halten einiges aus. Ja, das vermisse ich auch. Wie wär's denn mit hier mal ein bisschen Schutzwesten oder so, dass ich mich nicht einsammle? Das hätte ich im Spiel auf jeden Fall nicht geschadet. Okay, das sind Zombies. So, wir werfen hier ein bisschen was runter. Bravo. Ja, sollten wir einigen Schaden gemacht haben. Ordentlich. Und wechseln wieder auf Setzuntergang.
Okay, er sagt mir, ich soll in die Richtung. Aber in die Richtung. Ah, okay, hier ist zu. Das heißt, wir müssen irgendwie hier runter. Da sind noch ein paar. Hat nicht viel Schaden genommen, ne? Dann sollten wir da mal direkt einen Molotow-Cocktail hinterher werfen. Sehr schön. Und wir haben 16 Deo-Bomben. Ach du Schande. Ja, tu dir mal ein paar Deo-Bomben in die Hand. Viel haben, Kerl. Du hast so lange genug am Brennen. Okay, wir sind voll. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, machen wir mal hier einen Break. 4%. Hei, hei, hei. Bis demnächst. Euer Chojin.